Herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer mit Arese. Ich bin Arese und habe kein Problem mehr, Spielenamen zu merken. Ich bin echt gut darin. Eifert wird kaputt gemacht. Automatisches Gefecht, danke, wird niedergerissen. Der Pechkohlenzauberstab, ein erhaltenes Artefakt. Der Träger dieses schwarzen Zauberstabs, von glühender Jade durchzogen, kann die Winde verstärken und seine Sprüche schneller aufladen. Das ist doch hübsch. Leider kann sie davon auch nur den, kann sie auch nur ein Artefakt immer tragen, deswegen bringt es nicht ganz so viel, wie ich es gerne hätte. So, vampirische Korruption wird noch erhöht. Heinrich Kemmler, was mache ich mit dir? Ich denke, wir bewegen unsere Leute hier. Manchmal. So. Nee, okay, du bleibst auf Plündern. Wir bewegen unsere Leute hier nach Süden rum, um dann geeint Altdorf angreifen zu können. Karoburg wird eventuell noch ein paar Mal geplündert. Damit müssen wir klarkommen. Automatisch das Gefecht. Pyrrhus Sieg, absolut in Ordnung. So, niederreißen. Ein Anhänger erhalten, ein sterblicher Informant mal wieder. Außerdem eine kreischende Klinge, auch mal wieder. Kann ich die verkaufen? Das wäre cool. Ich bezweifle es. Ich meine, ich habe kein Inventar, ich habe nur den Einheitenbildschirm. Dort eben meine Vorräte. Okay, das war. Also, Manfreds Armee ist ein klein bisschen angeschlagen, klar. Wir werden nochmal zurück müssen nach Averheim. Um uns hier ein bisschen zu heilen. Für den Fall, dass wir angegriffen werden. So. Okay, haben wir sonst noch... Oh ja, natürlich haben wir noch was. Kommandant rekrutieren, Vlad. Ist ganz gut, dass hier die ganzen Schlachten stattfinden. So, das war das. Wie sieht eigentlich die Karte aus? So korruptionsmäßig. Das hier oben sieht okay aus. Die Zwerge können hier nicht so einfach sich mehr ansiedeln, ne? Weil die vampirische Korruption ihnen schaden würde. Nehme ich an. Wahrscheinlich. Middenland ist grenzt ans Nordland an. Ne, das Nordland ist nicht so ein Problem. Es grenzt sonst noch an Reiklad an. Ich gucke hier gerade, was gut wäre, so zu übernehmen. Also, generell unsere momentane Strategie. Natürlich erst einmal das hier einnehmen. Stierland fehlt noch. Wenn wir Stierland haben, können wir Stierland, Wiesenland kaufen. Reikland, wir ziehen hier weiter durch Reikland, würde ich sagen. Versuchen das eben zu übernehmen. Ah ja, Altdorf ist momentan das große Problem hier. Also hier unten ist Averheim. Wo ist Manfred gerade? Manfred ist bei Grünheim. Feierdorf, da wird öfter mal ein Hinterhalt angelegt. Irgendwo hier sollte theoretisch Manfred sein, aber ich sehe ihn gerade nicht. Ach nee, da ist er. Ha! Okay, Manfred ist hier. Um Wotbar zu erledigen? Nee. Okay, was wir machen ist eben, wir ziehen Isabella hier unten lang. Nicht übers Wasser, das Wasser ist mir zu gefährlich. Heinrich nach vorne, Manfred? Wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich sollte ich mit Manfred nicht erst zurückgehen, sondern auch nach vorne und hier die große Schlacht machen, um Altdorf. Die große Armee des Imperiums erledigen. Wenn wir das geschafft haben, können wir Reikland übernehmen. Dann Stierland ist kein Problem, wenn wir die große Armee hier einmal rüberziehen.
Wir können die ganzen Gebiete hier hinten noch kaufen und uns dann komplett auf den Westen konzentrieren. Und dann können wir eben auch Marienburg erledigen. Wie sieht es eigentlich mit den Waldelfen aus? Beziehung zu denen verbessert sich. Oh, die verbessert sich gerade massiv. Vorher war es 88 zu 87, glaube ich. Jetzt ist es 88 zu 114. Militäraktionen gegen das Imperium haben es gerade ziemlich verbessert, schätze ich. Und Heldenaktionen gegen das Imperium, auch gut. Plündern des Imperiums, wenig. Gebrochenes Abkommen mit den Tiermenschen. Okay, das muss ich mir merken. Und gegen die Orks haben sie auch was. Die haben generell was gegen alle. Gut zu wissen. Außer gegen uns. Uns mögen sie. Momentan. Ja, Attentatchance 41%. Erfolg! Immer schön weiter schwächen. What? 56% Chance, Gebäude. Okay, gescheitert, ist in Ordnung. Wir steigern damit trotzdem noch die... Okay, 34% Chance, auch gescheitert. Wir steigern trotzdem die Erfahrung unserer Helden damit. Auch 33% Chance. Gescheitert. Ist in Ordnung. Ich meine, wir haben momentan das Geld dafür. Um auch mal ab und zu scheitern. Avaland. Wir können Dinge bauen. Ja, das ist das gleiche wie vorher. Talabekland. Sollte ich mal aufpassen. Da gibt es eine Rebellion. Darum sollte ich mich auf jeden Fall kümmern, sobald wir die Altdorf-Situation gelöst haben. Und das war das. Die Zwerge machen mir Sorgen. Ich weiß nicht, warum die auf den Krieg bestehen. Sie greifen nicht an. Der Krieg hat ihnen bisher nur Verluste gebracht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihnen wirklich was bringt. Aus! Moment mal. Das ist ein Teufelskreis, oder? Bei den Zwergen. Die Zwerge haben ihr Grollbuch. Wenn die in den Krieg mit jemandem anfangen... Also, wenn... Ich werde irgendwas gemacht haben, was sie verärgert hat. Sie haben den Krieg gemacht, um die öffentliche Ordnung zu wahren, weil das Grollbuch es vorgeschrieben hat. Ich habe ihre Städte belagert. Ich habe ihre Städte eingenommen. Der Groll muss massiv sein. Das heißt... Oh, Rotörner Stamm ist kaputt. Das heißt, allein deswegen müssen sie die ganze Zeit wahrscheinlich im Krieg bleiben. Ja, plündern in Talapain, in Talabekland. Strike out, Lord of the Night. Ich würde sagen, du bleibst noch erst einmal einfach hier. Obwohl, Moment, hier. Wir umkreisen mal. Blitzschlag würde hier nichts bringen. Hier, Belagerung fortsetzen. Im nächsten Zug holen wir die mit ran. Mal gucken, wie er darauf reagiert. So, Manfred, du hast das übernommen. Du kannst hier mit ran. Mal sehen, das hier würde jetzt die... Moment, nein. Lagerung abbrechen. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, I am unstoppable. To the shadows. Aus irgendeinem Grund würde Manfred hier nicht mit als mit im Kampf zählen. I will teach you the meaning of respect. Okay, ich denke, das hier bedeutet einfach nur, dass ich Altdorf angreifen kann und nicht, dass ich hier rüber kann. Was doof ist.
Okay. Dann, ja, gehst du auf Hinterhalt, falls er hier wegrennen möchte, ne? So, und das war das. Ja, du kannst hier ja niemanden wirklich zerstören, ne? Zu geringe Chance, okay. This night. 34% Chance. Gescheitert. Ready. 26% Chance. Kritisch gescheitert. Okay, wir sehen uns später. Carla von dir. 33% Chance. Erfolg! Und ja, mit einem Schlag macht sie circa die Hälfte von... die Hälfte eines Stadtstaats kaputt. Was die Belagerung auch leichter machen sollte, ne? Okay. Minus 8% gerade. Ah, minus 8, nicht Prozent, sondern öffentliche Ordnung. Mangel an Korruption ist was Großes. Okay, wir holen uns einfach mal den Hexenfeuerbrenner. Middenland, die öffentliche Ordnung sinkt. Wieso? Instabilität der Provinz. Okay, ja, da wurde kürzlich geplündert. Ja, das ist nichts, worum ich mich so sorgen müsste. Hier wird ausgebaut. Hier wird eine Vampirgruft gebaut, ne? Außerdem muss ich mal kurz gucken. Wo ist denn? Zu Hause, Schloss Drakenhof. Held rekrutieren. Nekromanten. Fluchfürsten. Ah, hier haben wir Fluchfürsten. Okay. Ich habe nämlich irgendeine Quest für einen Fluchfürsten. Zielvorgaben? Nein. Ich will Missionen und Aufgaben. Rüstung von Tempelhof. Entsendet einen Nekromant-Helden nach Fluss der Verdammnis. Oh. Okay, das sollte ich vielleicht mal machen. Roland, du bist ein Nekromant. Fluss der Verdammnis. Der war hier unten. Irgendwo. Irgendwo. Fluss der Verdammnis, okay. Ja, du bist beschäftigt dann, ne? Okay, was haben wir noch für Missionen? Gewinnt die folgende Schlacht mit Manfred von Karstein, Schwert der unheiligen Macht. Ach Gott, ja, das ist ganz spät. Danke, das machen wir später. Danke. Karsteinring. Verfügt über folgende drei Einheiten. Die Teufel von Schwarzhafen, Wahrgeists. In der. Okay. Vlad braucht einfach drei Wahrgeists, wenn ich das richtig verstehe. Kriegen wir das hin? Moment, wo ist denn Vlad? Vlad hat schon drei Wahrgeists. Ne, das sind Wahrgulfs. Das kriegen wir demnächst irgendwann hin. Okay, was haben wir sonst noch? Blutkelch der Bathory, das ist die Schlacht für Isabella. Chaos Gruftklinge. Fluchfürst zu Heinrich Kämmler hinzufügen. Okay. Ja, kein Problem. Fluchfürsten sind unglaublich mächtige Untote. Sie sind fast so schwer zu besiegen wie Vampire. Ihre Waffen durchflutet von schwarzer Magie umgibt eine Aura unheilvoller Magie. Aber ich kann sie nicht dort holen. Ich weiß nicht genau, welches Gebäude dafür sorgt, dass ich sie hier hinten holen kann, aber ich kann sie hier hinten holen. Moment, kann ich sie in Schloss Tempel auch vielleicht holen? Sie hat ähnlich gut ausgebaut. Nein. Richmond von Karstein ist blind. Nahkampfangriff höher, aber dafür Nahkampfabwehr weniger. Moment, nee, das sind... Okay, ich weiß, habe ich vorher nicht auf Fluchfürst geklickt? Oh, es gibt eine maximale Anzahl der Helden eines bestimmten Typs immer. Gut zu wissen. Außerdem fällt mir gerade auf,
Die kosten mich ja nur Unterhalt, wenn sie in der Armee sind. Es ergibt keinen Sinn, mir jetzt, wo ich gerade ganz viel Geld habe, nicht noch mehr zu holen und sie loszuschicken und die Feinde weiter zu schwächen. Okay, Heiter. Nahkampfangriff plus 5, Erfolgschance der Aktion des feindlichen Helden. Minus 3, das ist nicht schlecht. Cholerisch plus Nahkampfangriff ist okay. Ich hole mir den Heiteren. Heiterer Fluchfürst. Martial, der Anblick dieses Kriegers, seiner Statur, Wichtigkeit oder Infamie kann eine beunruhigende Wirkung haben. Bevölkerung inspirieren, öffentliche Ordnung zusätzlich um 1 erhöht. Oh, der kann öffentliche Ordnung erhöhen. Heldenhafter Todesstoß. Fähigkeit, heldenhafter Todesstoß. Verstärkt sich selbst, 22% Waffenschaden, plus 36 Rüstungsdurchdringender. Ich meine, ich muss ihn dort nicht die ganze Zeit drin haben, ne? Ich kann ihn zu einem weiteren Töter machen. So, ich bin mit den Leuten auf der, mit den Helden auf der Karte, da nehme ich recht zufrieden. Ja, Einheiten angreifen können wir erhöhen. So, schön. Okay, und du wirst, ja, zu Heinrich gehen. Darum kümmern wir uns dann später. Sollte ich mir jetzt die zusätzlichen Helden holen? Ich denke, es würde Sinn ergeben. Wir können auch Banshees holen. Leicht zu täuschen. Erfolgschance des Erfolgschance durch feindliche Helden. Ich sag einfach durch feindliche Helden, statt immer der Aktion mit vorzulesen. Ist nicht das Beste. Aber trotzdem. Ich meine, die können auch für Korruption sorgen und Korruption ist gut. So, Spion. So, außerdem, die lernen direkt Assassine. Das ist nicht schlecht. Und sie können unser eigenes Einkommen erhöhen, die Banshees. So, okay. Schloss Drakenhof. Was können wir hier sonst noch? Okay. Banshees. Man kann 2 haben. Wir haben 1. Nekromanten. Man kann 3 haben. Ja, holen wir uns Bruno Jäger noch. Der ist direkt Level 7. So, damit kriegen wir mehr Geld. Einheiten verstärken. So, Attentat auch verstärken. Sehr schön. Dann weitere Helden. Banshee haben wir schon. Vampir. Wir können frei davon Karstein noch holen. Ein Schattenvampir. Wir haben keine große Auswahl gerade. So, auch hier Expansionist. Wachstum machen, dann einflussreich für die vampirische Korruption. Außerdem Verluste verstärken für Leute in der eigenen Region. Wundenheilzeit reduzieren, schön. Okay, wir können hier noch einen Fluchfürsten holen. Wir holen uns Salvatore Jäger. Rekrutierungskosten generell reduzieren, das ist nicht schlecht. Öffentliche Ordnung für fremde Provinzen ändern, das ist sehr schön. Jetzt, wo ich Geld habe, kann ich mit solchen Dingen rumexperimentieren, was gut ist für irgendeinen späteren Durchlauf. Wenn ich gewinnen sollte. Und momentan denke ich, ich habe eine gute Chance. Es wird eine Weile dauern, aber ich denke, ich habe eine Chance. Wenn ich gewinnen sollte, werde ich erstmal was anderes spielen. Dann kommt was anderes auf den Strategie- und Taktik-Slot. Ich meine, ich will ein Strategiespiel immer am Laufen halten. Ich denke, das sind gute Spiele. So, wir haben jetzt sehr viele Helden, um die wir uns pro Runde kümmern müssen. Nördlicher Oblast, nicht zu erledigen. Okay. Aber irgendwann würde ich dann wahrscheinlich eine neue Runde nochmal machen. Okay, wir werden belagert. Das ist nicht so schön.
Marienburg läuft dort rum, können sie machen. Ich würde sagen, wir versuchen Altdorf direkt zu besetzen, weil ich sonst noch eine Runde dort bleiben müsste und ich will jetzt nach Norden, um um die Belagerung dort loszuwerden. Die wollen einen Tribut. Ist da was? Ja, okay. Besänftigen wir die Götter. Of Sylvania. Move in. I thirst. Ach, verdammt. Ich hätte sie aus Stellung Marsch rausnehmen können. Move. Thine right is mine. Kill them. Raise them. Okay, automatisches Gefecht sollte in Ordnung sein. Pyrrhus-Sieg, absolut okay. Sagte ich, bevor ich mir angeguckt habe, wie doll hier meine Leute beschädigt wurden. Erst einmal ausrauben. Jetzt habe ich nämlich Armeen, die so doll angeschlagen sind, dass ich nicht direkt nach vorne gehen sollte. Sinnbild des Schreckens für Manfred. Ich bin der Schrecken, der die Nacht heimsucht. Du klingst nach Batman. Feindliche Führerschaft minus 6 in der lokalen Region. So, du hörst mal bitte auf zu plündern, denn das hier wird demnächst unser sein. Das wird jetzt unser sein. Besetzen. Unberogen auferweckt. Abgeschlossen. Ich verstehe nicht mal den Namen dieses Erfolgs. So, Talabekland. Talabekland ist hier oben, ne? Talabekland. Talabekland, wo bist du? Zeig dich! Da haben wir Wotbart. Okay, Vlad, beeile dich. Vampirische Korruption könnten wir erhöhen. Wir können bei ihm aber auch Wiederkehr des Untodes machen. Plus Nahkampfabwehr und Führerschaft. Eine kostenlose Fähigkeit. Kostenlose Fähigkeiten sind schön. Heinrich Kemmler bekommt unsterblicher Schrecken. Wundheilzeit reduziert. Okay, Isabella. Du bist ziemlich kaputt, ist in Ordnung. So. Schön hier hinterher rennen. Du bist die Verstärkung für später. Okay, Manfred, du kannst dich noch bewegen. Das ist gut. Dann beweg dich mal bis hierhin. Hier sind keine Toten mehr übrig. Du kannst dich gerade nicht bewegen. Okay. Altdorf hat auch einen Hafen. Das ist schön. Eine Lehmgrube haben wir jetzt hier auch. Und einen Galgen. Ja, den Rest von Reikland können wir einfach aufkaufen. Die Altdorf-Situation haben wir gelöst. Das war ein langes Kapitel in unserer Geschichte, aber... Leider heißt das noch nicht, dass wir hier alles erledigt haben. Hoppala. Ich sollte mir auf jeden Fall auch mal die Heldenaktion jetzt genauer angucken. March ist vielleicht nicht das richtige Wort für das da hinten gewesen. Sie muss eigentlich eher schwimmen. So, neue Helden.
Eine weitere Banshee. Magdalene von Karstein mit einem verstümmelten Arm. Minus Nahkampfangriff, aber dafür Nahkampfabwehr plus 3. Moment. Nahkampfabwehr plus 3 für die Armee des Kommandanten, während der Nahkampfangriff nur für sie schlechter ist. Das ist nicht schlecht. Natürlich wäre gar kein Minus noch besser, aber... So, die haben wir... Wir können noch 3 Vampire holen. Bertha von Karstein ist dumm, hat einen Angriffsbonus von 10%, hat den Intellekt eines Flusstrolls. Und jetzt ist sie Teil unserer Armee. So, Magdalene, du wirst natürlich Spion und Assassine. Und... Wo haben wir unsere dumme Bertha? Da ist er. Da, 6 Fähigkeitspunkte. Okay, Expansionist. Einflussreich für die vampirische Korruption. Wiederhersteller, klingt nicht schlecht. Und robust. So. Das war das. Haben wir Dinge zu kaufen. Avaland. Ja, hier können wir ausbauen. Sehr schön. Ich meine, Avaland, falls es zum Krieg gegen die Zwerge kommen sollte, könnte einen Leichenhaufen gebrauchen. Okay, nördlicher Oblast. Hat weiterhin nichts zu tun hier. 3 Runden bis zum nächsten Überschuss, dann können wir die Stadt bauen. Reikland unvollständig, Talabekland unvollständig und unter Belagerung. Balthasar Gate mal wieder. Mit den ganzen Helden, die Korruption machen können, sollte ich inzwischen recht gut destabilisieren können, wenn ich wirklich die geballte Heldenfront losschicke. Laura entdeckt einen Hinterhalt bei Korun, in Korun. King of Darkness. I never fail. Hier haben wir wieder keinen wirklich guten Grenzübergang. I know my path. Descendant of the tomb. That would be madness. So, Heinrich, wo bist du? Du bist dort. Ich würde sagen, während die sich darum kümmern, kannst du den Rest hiervon kaufen. Voll, Moment mal, das ist Eilhard. Das ist wieder ganz weit vorne. Das will ich eigentlich noch gar nicht. Und Altdorf kommt ganz gut alleine klar momentan, ne? Okay, durch die Militärpräsenz bekommen sie 18 öffentliche Ordnung. Instabilität der Provinz, das ist für die eine Runde noch. Ja, das heißt, wenn ich rausgehe und das weggeht, dann sind wir noch bei minus 13. Mangel an Korruption, minus 10. Steuern, minus 4. Es ist nicht perfekt. Karoburg können wir weiter ausbauen. Verfluchte Felder, ich glaube, die waren schon mal da. Die sind kaputt gemacht worden. Okay, wir holen uns erst einmal hier Camperbad. Kolonisieren. Eine Provinz gesichert, sehr schön. Und erstmal machen wir hier die öffentliche Ordnung. Wir sollten demnächst mal auch mal wieder durchgehen, ob alle Erlasse auf dem aktuellsten Stand sind. So, Roland Jäger. Du gehst hier nach vorne. Dreska, du gehst nach vorne. Bruno Jäger, du gehst nach vorne. Weber Gorst, du bist kein Jäger, du bist kein Karstein, du bist... Du bist seltsam.
Okay. Der Deal ist auch nicht ein Deal. Der gehört nicht in meine Armee. So, weitere Vampirhelden. Helena Harkorn, kompromisslos. Heldenselbstverteidigung plus 10 Chance. Angreifer zu verwunden. Nicht schlecht. So, Standardzeug, das wir dort gekauft haben. Schloss Tempelhof. Können wir hier vielleicht noch einen Vampir rekrutieren? Keine Charaktere verfügbar. Okay. Ja, haben wir sonst noch was? Ostmark. Oh! Eine dunkle Burg. In ganz Silvania stehen schreckliche gotische Zitadellen. Sie werden immer unheilvoller, je mehr Macht ihr mächtigster Bewohner gewinnt. Sehr schön. Ich meine, das hier ist nicht Silvania, aber schön. Okay, nördlicher Oblast. Braucht noch 2 Runden. Avaland. Kann verbessert werden. Schön. Und das war's. Ich sollte auch mal nachgucken, was die Grünen, nicht die, die Waldelfen gerade von uns denken. Okay, sie wollen uns Geld dafür zahlen, dass wir den Kampf gegen Bretonia... Ich dachte, wir wären im Krieg mit Bretonia. Ja, klar. Machen wir. Wie ich sehe, wurdet ihr von Höhd berührt. Okay. Ich kenne keinen Höhd. Wenn er meinte, ich habe mich irgendwann mal ins Gras gesetzt, ja. Wenn er meinte, ich habe irgendwann mal einen Baum gekraxelt, auch ja. Da bewegen sich viele Leute. Sehr viel Bewegung im Westen. Ich hoffe, dass ich die Grünelfen zu meinen Vasallen machen kann. Stand there like some startled sheep. Deliver thy message, lamb, so I may consider a response. Nicht Angriffspakt. Okay, ja. Laura entdeckt in Guzerow, weit von Arden. Stimmt, die Bretonier sind Franzosen, ne? Okay, Vlad. Warum kannst du nicht... Du kannst dort hinten nur an Land gehen? Warum? Das ist ungünstig. Stellung volle Kraft, Bewegungsreichweite, okay. Das ist nicht perfekt. Das ist perfekt genug. Toter wecken, wir können uns eine weitere Flederbestie leisten. Talapheim hält noch ein bisschen durch. Die Rebellen sind glücklicherweise nicht verbündet mit dem Imperium, das heißt... Wir sollten dort ohne Probleme angreifen können. Ich nehme an, dass die gleich die Stellung aufgeben werden. Ich wüsste nicht, warum sie darauf bestehen sollten, sich dort kaputt machen zu lassen. Okay, du gehst mal zurück nach Altdorf.
So, Karoburg kann weiter ausgebaut werden. Das war das. Die Helden wollen sich bewegen. Ich kann die Einheiten angreifen. 12% Chance nur, aber... Wir haben genug Geld, um es zu versuchen. Ich rede zu langsam. Ich mache die Dinge normalerweise schon, bevor ich meinen Gedanken dazu zu Ende formuliert habe. Wer war Gorst? Zeigt mir nicht an, wie weit er laufen kann. Oh, er kann gar nicht mehr laufen. Salvatore Jäger, du gehst auch mit hier hin. Carla von Diel kann hier auch endlich wieder an Land gehen. Talapain. Haben die einen Hafen? Haben keinen Hafen. Also, sie können auch keinen Hafen haben. Ich nehme an, von Hafen aus kann man besser starten. Allerdings, das Starten ist nicht so das Problem. Das wieder an Land kommen ist ein Problem. Ich finde es witzig, dass manche Leute, also dass die manchmal sowas sagen wie Dance Macabre und manchmal Dance Macabre. Okay, Nicola von dir, ebenfalls dumm, ebenfalls Teil der Armee. Oh, Moment, ein Level hat sie noch. Für robust. So, das war das. Und ich denke, jetzt haben wir alle Helden rekrutiert, die wir rekrutieren können. Moment, schauen wir nochmal im Schloss Drakenhof. Da können wir nämlich alle Felder einsehen. Ja, gut. Wir haben unser komplettes Heldenarsenal. Im nächsten Zug können wir... hier Geld angreifen. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.